Episode 256. Metaverse, ist der Hype vorbei? Mehr dazu nach dem Intro. Schön, dass ich wieder in deinem Ohr sein darf oder auf deinem Screen, je nachdem, ob du dir jetzt gerade auf YouTube das Video anschaust oder den Podcast hörst. Und zwar geht es darum, Petra, Isabel Schlereth, Dr. Franz Hütter und ich, wir haben im April 2023 mal wieder einen Artikel für die Training aktuell schreiben dürfen. Und zwar heißt der Artikel, das Metaverse Revised. Und ich verlinke den auch gerne hier in den Shownotes und dann kannst du den dort, ja, laden. Dann habe ich jetzt letztens Thomas Riedel kennengelernt. Das ist der Ersteller des Metaverse Podcast. Und das fand ich sehr spannend, was er so darüber sagt. Den verlinke ich auch mal hier unten in den Shownotes. Kannst du dir auch gerne mal angucken. Aber ist der Hype jetzt wirklich vorbei? Momentan denkt man, ja, ist vorbei. Denn so dieser Trend, dieser Hype ist seit November 2022 durch KI, sprich ChatGPT, abgelöst worden. Und da sind ja immer mehr, auch wenn es vorher schon welche gab und viele gab, sind ja immer mehr Bild- und Textgeneratoren auf den Markt gekommen und kommen auch regelmäßig dazu. Und ich spule mal ein bisschen zurück. Im Oktober, am 28.10.2021, hat Mark Zuckerberg auf der Connect bekannt gegeben, dass Facebook in Meta umbenannt wird. Und das hat er gemacht, weil er sagt, er macht ernst mit seiner Vision eines neuen dreidimensionalen Internets. Man spricht ja eh davon, dass das Internet jetzt im Wandel ist und wir demnächst eh ein ganz anderes Internet erleben, als wir es bisher erlebt haben. Und er hat bisher über 10 Milliarden US-Dollar investiert. Das ruft bei vielen auch zu Häme und zu Spott. Und Elon Musk ist einer davon, der sich ganz groß hervortut und sagt, hey, das ist doch mehr Marketing als Technologie. Das ist alles Quatsch. Das Metaverse wird nicht kommen. Und wenn dem so wäre, dann frage ich mich, warum investieren 160 global agierende Unternehmen unter dem Radar immer noch weiter und implementieren viele Sachen viel mehr als zuvor, wenn der Hype oder das Metaverse ja eh nur eine Blase war und nicht kommen wird oder Bullshit oder was auch immer. Und es gibt eine Umfrage von Nuantech, die haben gemacht Metaverse Behind the Hype oder Beyond the Hype, so heißt die Umfrage, und haben 73 deutsche Marketingunternehmen befragt. Und von diesen 73 hat 1% der Befragten gesagt, wir fahren unsere Aktivitäten herunter in Bezug auf das Metaverse. In 2023. 30% sagen, wir führen unser Engagement einfach weiter, so wie bisher. Und 52% sagen, wir bauen es sogar noch aus. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, das sind 73 deutsche Marketingunternehmen. Aber es sind 73 Marketingunternehmen und 160 global agierende Unternehmen investieren ja auch in das Metaverse. Die Frage ist halt, womit beschäftigst du dich innerhalb deiner Blase? Also in deinem persönlichen und in dem medialen Umfeld. Was kriegst du mit, was kriegst du nicht mit und welche Informationen werden dir wie häufig zur Verfügung gestellt? Also ich durfte in letzter Zeit sehr oft lesen, dass Elon Musk sagt, dass Metaverse ist. Bullshit kommt eh nicht. Für mich hat das Metaverse
ganz viele Entwicklungschancen und die möchte ich nicht an mir vorbeiziehen lassen. Häufige Anwendungsfelder ist in dieser Nurantech-Studie gewesen bei diesen 73 deutschen Marketingunternehmen. 56% sagen, wir nutzen es für Community Building. 53% von den befragten Unternehmen sagen, nicht nur Community Building, sondern auch Onboarding, Schulung und Trainings. 46% machen darüber Marketing. 37% interagieren mit Arbeitskollegen und machen Workshops. 31% nutzen es für neue Verkaufsmöglichkeiten und Sales, da komme ich nachher nochmal drauf. 25% für neue Produkte, um sie einzuführen und bestehende Produkte zu digitalisieren. 24% optimieren ihre Produkte durch beispielsweise digitale Zwillinge. Und 22% machen Recruiting darüber. Und ich mache jetzt mal so einen kleinen Werbeblock hier für die XRC, bei denen ich ja auch als Trainerin tätig bin, als Master-Trainerin. Und zwar wird jetzt demnächst dort eine ganz neue Ausbildung gemacht für Unternehmen. Und zwar der Extended Reality Officer, der XRO. Die gibt es so auf dem Markt noch nicht. Da geht es gerade darum, wie können Unternehmen oder ja, wie kann ein Unternehmen Extended Reality einsetzen? Wie kann ein Unternehmen davon profitieren? Gerade in Bezug auf Onboarding, gerade in Bezug auf Recruiting, gerade in Bezug auf neue Verkaufsmöglichkeiten, Sales, um neue Produkte einzuführen, um bestehende Produkte zu verbessern, digitale Zwillinge zu erstellen. Genau darum geht es beim Extended Reality Officer, der jetzt gerade eingeführt wird von der XRC. Bleib da am Ball. Ich verlinke auch die XRC. Dann siehst du das auch. Und ich verlinke auch natürlich die Ausbildung. Ganz klar. Und es ist so wichtig, Community Building darüber zu betreiben. Bei der XRC haben wir auch eine, alle, die wir fertig unsere Ausbildung beendet haben, sind dort in einer Community. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns austauschen, netzwerken. Und mit den tollen Kollegen, die wir ja nun mal haben, am Ball bleiben. Was hat sich denn auf welcher Plattform gerade verändert? Wo stehst du? Wo stehe ich? Wo können wir vielleicht auch zusammen irgendetwas machen? Wo kann ich dich bei unterstützen? Wo kannst du mich bei unterstützen? Das ist mega und das ist so wichtig. Und ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Impact, wenn ich das Ganze in der virtuellen Welt mache. Ich kenne viele der Kollegen gar nicht in Präsenz. Ich habe die nur in virtueller Realität kennengelernt. Und wenn ich schon immer dachte, also 2017 war es so, dass ich, als ich meine E-Trainer-Ausbildung gemacht habe, dass ich dort schon Kollegen gefunden habe, mit denen ich immer noch in Kontakt bin, seit 6 Jahren. Und mit dem einen bin ich mal mehr im Kontakt, mit dem anderen mal ein bisschen weniger. Aber trotzdem stehen wir noch im Kontakt zueinander. Bei Virtual Reality geht das in a Heartbeat. Weil ich mich hier nochmal ganz anders wahrnehme. Die Kollegen und Kolleginnen ganz anders wahrnehme. Und das ist total cool. Und gerade das industrielle Metaverse wächst total. Das darf man nicht unterschätzen. Da geht es dann wirklich um digitale Zwillinge. Das heißt also, eine Maschine wird so digitalisiert, dass sie im Metaverse auch projiziert werden kann. Hier kann ich nochmal ganz anders drumherum gehen. Ich kann reingehen. Ich kann andere Erfahrungen machen. Ich kann aber auch genauso gut diese Maschine in eine Messe mitnehmen oder zu einer Messe mitnehmen und projiziere die einfach da rein in diese Messehalle. Und dann kann ich dort auch drumherum gehen und reingehen. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, jetzt ehrlich, Mareike, das ist zwar schön für die Industrie, aber was habe ich denn davon? Naja, gerade dieses ganze Thema Fernwartung, Remote-Schulungen, das wird durch AR-Technologien, sprich also Augmented Reality, nochmal ganz anderen Impact auch auf dich als Trainierender haben. Denn du musst nicht mehr dahin fahren und die Leute schulen.
Du kannst sie von zu Hause aus schulen. Und zwar just in time. In the moment of need. Ich brauche jetzt das Wissen. Und nicht in 5 Jahren. Ich brauche es jetzt. Sag mir jetzt, wie ich die Maschine hier repariert kriege. Wie ich die Patrone wechsle. Sag mir, wie ich irgendwas an der Maschine anders einstellen kann, damit sie jetzt funktioniert. Und das wird auch ganz viel Einfluss haben auf alles, wie es, ja, wie das weitere Leben, Zusammenleben sich gestalten wird. Wir müssen nicht mehr so viel reisen. Wir können reisen, aber wir müssen es nicht mehr. Und wenn ich von Extended Reality spreche, dann habe ich immer Kollaboration im Sinn. Und zwar für überfachliche Trainings, für alle möglichen Dinge. Da funktioniert so viel. Und dieses Thema Onboarding, Schulungen, Trainings, das lässt sich super gut abbilden. Ich habe jetzt Räume gesehen von einer Firma, die hat einen Onboarding-Prozess abgebildet. Ich sage dir, das war mega. Mega. Erstens, was die aus diesem Raum gemacht haben. Die haben den Raum nicht nur so genutzt, sondern sie haben auch in die Höhe gebaut. Es war einfach wie ein begehbares Museum teilweise auch. Und sie sagen, hey, weißt du was, dein Lebenslauf ist zwar schön und gut, aber wir stellen dich hier drin Fragen. In virtueller Realität. Und das fand ich nochmal mega. Richtig, richtig mega. Natürlich muss ich sagen, es ist noch kein vernetztes Ökosystem. Das haben wir da noch nicht. Und es ist auch noch nicht so, dass ich mein Avatar von Plattform zu Plattform zu Plattform mitnehmen kann. Das ist, leider Gottes, ist das noch nicht so. Wir sind noch ein Stück weit entfernt von Ready Player Me, falls du den Film gesehen hast. Den habe ich ja auch schon mal ein paar Mal hier erwähnt. Da sind wir noch ein Stück weit entfernt von. Aber nur noch ein Stück weit. Denn es gibt ja schon die Plattform Ready Player Me und die stellt schon in 3000 VR-Plattformen den Avatar zur Verfügung. Das heißt, da kann ich mir, wenn ich ein Foto hochlade, den Avatar mit meinem Bild generieren lassen und den gestalten. Und den kann ich dann von Plattform zu Plattform, also in 3000 Plattformen, mitnehmen. In vielen Plattformen noch nicht. Da ist es halt, manchmal hast du mehr so den Comic-Style, manchmal hast du mehr noch so ein Foto, aber auf eine andere, also hast ein Foto hochgeladen und dann kannst du dir den gestalten, mal mit Beine, mal mit ohne Beine, wobei Beine immer ganz wichtig sind für den Effekt auch auf das eigene Lernen. Das muss man dazu sagen. Es ist nicht interoperabel. Also die verschiedenen Welten kommunizieren noch nicht so miteinander und wir können auch noch nicht so interagieren. Aber wir können schon dieses Selbstbild durch Ready Player Me ja erstellen. Und zwar so, wie ich von anderen wahrgenommen werden möchte. Ich kann naturgetreue Produkte hochladen oder Bilder hochladen, zum Beispiel auch mit Hilfe von Sketchfab. Und dann können wir die drehen, dreidimensional anfassen, begreifen. Da ist für mich das Wort begreifen nochmal ganz anders. Natürlich, wenn wir uns in der Realität treffen würden, außerhalb von Extended Reality, dann würdest du sagen, ja, hier kann ich auch begreifen. Klar kann ich hier auch mein Glas greifen und begreifen. Ich kann es anlecken, wenn ich es will. Ich kann daraus trinken. Ich kann es fühlen. Ich kann das Gewicht in meiner Hand spüren. Mein Körper weiß sofort, was habe ich hier in meiner Hand. Aber das ist über Zoom, über MS Teams, über Webex alles nicht möglich. Das ist aber in der virtuellen Welt möglich. Gewicht. Gibt es Plattformen, die haben auch schon Physik mit drin, aber das sind wenige Plattformen. Viele Plattformen haben die Physik noch nicht mit integriert, also dass ich nicht sagen kann, okay, wenn ich dieses Glas jetzt hinschmeiße, dann geht es kaputt. Was ich jetzt nicht möchte, aber was ich machen könnte. Das ist ein Unterschied. Ja, ist es. Trotzdem kann ich es begreifen, und zwar immersiv begreifen. Da ist für mich dieses Setting, und da kommen wir auch immer mehr hin. Viele Kollaborationsmöglichkeiten ergeben sich ja gerade erst. In Horizon Workrooms
kann ich ja schon über ein normales Zoom-Meeting an dem Meeting teilnehmen. Das heißt, ich sitze vor der Glasscheibe, bin quasi eindimensional für die anderen zu sehen, aber ich sehe sie als Avatare und kann sehen, wie sie miteinander interagieren. Das löst auch schon mal was aus. Das ist für mich ein richtiges hybrides Setting. Das sind hybride Trainings. Und das ist auch nicht so, dass da jemand ausgeschlossen wird. Es ist so, dass da ja eine volle Inklusion stattfinden kann. Viele Plattformen kann man mittlerweile über ein Headset, also so ein spezielles Headset wie die Pico 4, die MetaQuest 2, das ja immer noch eins der Verkaufsschlager schlechthin ist, oder jetzt die MetaQuest Pro, erreicht werden. Also der eine hat das Headset auf und der andere ist dann vielleicht am Laptop, am Tablet oder Smartphone. Natürlich ist das nicht so immersiv. Aber immerhin noch besser als anders. Und da gibt es schon viele Plattformen, die diese Möglichkeit benutzen. Und das ist für mich der Weg, wo echte hybride Settings möglich werden. Und auch das Thema KI und Metaverse passen super gut zusammen, denn es gibt schon viele KI-Generatoren, die dreidimensionale Objekte erstellen können. Und wir sprechen davon, dass demnächst auch KI ganze Metaversen erstellt. Die werden nicht mehr von einem Menschen erstellt, sondern die werden dann von der KI erstellt. Beziehungsweise von den Prompts vielleicht noch, die der Mensch eingibt. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Da gibt es zum Beispiel Alpha Metaverse Technologies, die hier mit KI schon Objekte alles generieren. Dann gibt es Charakter AI, da hast du KI-generierte Avatare, sogar mit menschlicher Emotionalität und der Eloquenz eines Menschen, die kannst du auch dann schon in der virtuellen Welt einsetzen. Und wenn du zum Beispiel dann sagst, ich möchte jetzt einen sokratischen Dialog führen, also Schnips, wo ist Sokrates, kann ich mir Sokrates reinholen in die virtuelle Welt und mit ihm einen Dialog führen. Das ist schon möglich. Das ist keine Zukunft. Das ist schon möglich. Und das ist das, was ich so faszinierend finde an diesem ganzen Metaverse-Thema. Denn wir haben hier die Möglichkeit, auch wieder ganz anders miteinander zu interagieren. Im Coaching zum Beispiel. Dein Klient möchte sich ganz anders entspannen können. Okay, schwupps, die Stühle weg. Teppich auf dem Boden und wir setzen uns auf den Boden, auf diesen Teppich in der virtuellen Welt und dann können wir zusammen arbeiten. Oder aber genau andersrum. Der Kunde möchte keinen Teppich haben, gar kein Thema, raus damit. Wir machen Stühle rein. Und er kann sich sogar noch die Stühle aussuchen. Also ich kann das relativ schnell verändern. Wenn mir ein Klient jetzt hier zu Hause sagen würde, pass auf, Mareike, den Stuhl will ich aber nicht. Kann ich einen anderen Stuhl haben? Dann habe ich vielleicht noch eine gewisse Auswahl an Stühlen. In der virtuellen Welt habe ich aber unzählige Möglichkeiten, das auszutauschen. Und das habe ich in der virtuellen Welt. In der Realität meistens nicht. Da müsste ich irgendwo in ein Möbelhaus fahren und dementsprechend unterschiedliche Sitzgelegenheiten immer hier zu Hause zur Verfügung stellen. Sitzgelegenheiten ist jetzt nur ein Beispiel, aber du kannst alles Mögliche machen, oder? Ich sage zu dem Klienten, pass auf, wir gehen jetzt mal in die Metaebene. Dann kann ich dort einen Vogel rein projizieren und wir springen auf den Vogel drauf und gucken auf das Problem da unten. Und zwar nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Wir können drumherum fliegen um dieses Ding und können im Prinzip die ganze systemische Struktur uns angucken. Was macht das mit dem? Mit dem Klienten. Was verändert sich hier? Ganz andere Möglichkeiten. Zu Hause würde ich keinem erlauben, auf den Tisch zu springen und zu sagen, so, und jetzt gucke ich mir das Problem mal von unten an. Ich weiß nicht, ob du es erlaubst, ich nicht. Also von daher, viele, viele Einsatzmöglichkeiten, viele Ideen, die da entstehen. Für Unternehmen ist das mega, jetzt auch zu sagen, hey, ich gehe ins Metaverse, zum Beispiel zu Engage, wo
auch schon ganz viele Unternehmen vorhanden sind und Bildungseinrichtungen. Du glaubst gar nicht, wie viele Bildungseinrichtungen da sind. By the way, keine Deutschen oder so gut wie kaum deutsche Unternehmen oder Bildungseinrichtungen. Also Unternehmen findest du schon deutsche, aber Bildungseinrichtungen ganz, ganz selten. Und das finde ich so schade. Jetzt ist Engage zwar nicht unbedingt meine Plattform, aber sie hat eine total tolle Daseinsberechtigung, weil ich kann darüber ganz viele andere Räume generieren. Und das ist nochmal, das ist ein Game Changer. Ich kann hier für die breite Öffentlichkeit einen Raum erstellen, wo die Leute aus der ganzen Welt reingehen können und sehen können. Zum Beispiel, was biete ich zum Thema KI an? Welche Tools nutze ich zum Thema KI? Welche Ideen habe ich zu Virtual Reality? Welche Ideen habe ich zu Augmented Reality? Oder aber auch, was gibt es für Neuerungen bei Zoom? Wie sieht die Zukunft des Lernens aus? Future Now. Wie sieht das aus? Und da können dann die Leute jederzeit 24 Stunden rund um die Uhr reingehen, ohne dass ich dabei bin. Und ich kann dort genauso gut, ich sage jetzt mal, nicht nur die Zukunft des Lernens präsentieren, sondern ich kann genauso gut an der Stelle auch Produkte präsentieren. Die können die vielleicht in den Warenkorb reinpacken und dann kauft derjenige das Produkt. Das ist bei Nike sogar schon so, dass wenn du bei Nike einen Schuh kaufst in Decentraland, dass du das, wenn du das dort kaufst, dann auch nach Hause geliefert kriegst, diesen Schuh. Soweit sind wir schon. Bei Pizza Hut ist es so weit, dass du sagst, du gehst in ein Restaurant rein und bestellst dir dort eine Pizza. Und dann kann es dir passieren, dass eine halbe Stunde später oder 20 Minuten später jemand zu Hause bei dir an deiner Haustür klingelt und deine Pizza, die du dir gerade noch in der virtuellen Welt bestellt hast, dann schon nach Hause liefert. Also wenn da jetzt nicht bei dir hier oben am Kopf schon irgendwelche Lampen aufgehen und du dann denkst so, wow, was ist denn das für Möglichkeiten, dann ist das Thema Metaverse wirklich nicht deins und du sagst, draufgeschissen. Habe ich kein Problem mit. Aber es gibt zum Beispiel auch die ersten Universitäten, es gibt schon Metaversities, wo du virtuelle Campus hast, wo du hingehen kannst und studieren kannst. Die gibt es schon. Es gibt schon ganze Schulen, die Algebra, Geometrie und Physik zum Anfassen machen. Und ich gehe davon aus, dass es mittlerweile auch schon KI zum Anfassen gibt, dort in irgendeinem der Metaversen. Weil es gibt viele kleine Metaversen, aber es gibt nicht das große Metaversum. Deswegen muss man schauen. Wichtig ist immer, es geht um die aktive Lernerfahrung statt passiver Wissensvermittlung. Es nützt keinem was, wenn eine Vorlesung, so wie sie vielleicht in Präsenz gehalten würde, über Teams oder Zoom oder whatever, abgehalten wird und so auch ins Metaversum rein oder ins Metaverse gebracht wird. Davon hat keiner was. Hey, ich habe hier ganz andere Möglichkeiten. Ich kann Dreidimensionalität nutzen. Nutze sie. PowerPoint-Schlachten sind schon ätzend bei irgendwelchen Webinaren oder im Online-Settings. Aber im Metaversum haben sie gar nichts zu suchen. Das kannst du mal machen. Aber erstens kannst du die Schrift nicht gut lesen. Zweitens ist das total anstrengend für die Leute auch. Und es macht auch keinen Spaß, seien wir mal ehrlich. Dann geht es um Wow-Momente. Schaffe Wow-Momente. Ich meine, die Plattformen tun schon einiges, um Wow-Momente zu erschaffen. Du kommst da rein und denkst dir, holy shit, wo bin ich hier gelandet? Weil das ist so genial programmiert. Und das ist egal, ob dann außerhalb von dem Raum, wo du dich befindest, ein 360-Grad-Foto befindet oder nicht. Es zieht dich rein. Es zieht dich einfach rein. Wenn ich in einem Raum bei Arthur stehe, denke ich jedes Mal, ich bin in Dubai. Und ich war noch nie in Dubai. Aber ich kann die Palminsel sehen. Ich kann das Burj Khalifa sehen. Das ist einfach Wahnsinn. Natürlich komme ich nicht hin, weil es ein 360-Grad-Foto ist. Das würde mir auch nicht wirklich bringen. Aber es macht was mit dir. Oder es gibt bestimmte Plattformen, da kann ich mich am Strand setzen. Da habe ich den Eindruck, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich bin zwar da nicht braun gebrannt, wenn ich dann wieder rauskomme.
Aber es macht was mit einem. Ich weiß von Kollegen, die schon mal so leichte, ich sag mal so, den leichten Winterblues haben. Jetzt sind wir ja eher im Frühjahr unterwegs und nicht mehr so im Winter. Aber die einen Winterblues haben, die sind regelmäßig in diese Plattform reingegangen, einfach um Sonne zu tanken, Energie zu tanken, ganz anders drauf zu sein. Und das alleine dadurch, dass sie auf diese Plattform gehen. Das muss man sich mal geben. Das ist schon ziemlich geil. Dann kannst du hier die räumliche Repräsentation und die visuelle Repräsentation der Inhalte ganz anders nutzen. Wenn Franz sein Neuro in VR zeigt und du hüpfst auf den Synapsen rum, das macht auch was im Kopf mit deinen Synapsen. Das schwöre ich dir in die Hand, es macht was mit dir. Und natürlich musst auch du, wenn du in die virtuelle Welt kommst, so wie bei jedem auch Learning Management System oder bei jedem Web-based Training oder was auch immer, musst du das natürlich sinnvoll strukturieren. Du solltest dir überlegen, was ist die erste Station, wie geht's weiter, dass es so eine schöne Learning Journey wird durch die virtuelle Realität. Vielleicht kannst du auch nicht alles in einem Raum abbilden, weil dann vielleicht zu viele Daten in dem Raum sich befinden und dann das Ganze das instabiler machen lässt. Das habe ich ganz oft bei Engage. Aber es ist möglich. Es ist halt immer eine Preisfrage. Engage ist kostenlos, Arto kostet. Na, also da muss man gucken. Und ich finde, hier kann man spielerisch umgehen. Dieses spielerisch. Im Prinzip sind wir Erwachsenen auch nur Kinder in groß. Wir spielen auch mehr oder weniger gerne. Also ich spiele auch gerne mit meinen Kindern. Ich finde das total toll. Und alber mit denen rum. Und das, natürlich soll das alles noch Inhalt haben. Es geht nicht darum, dass nur noch der spielerische Effekt da drin ist. Aber in drei Teufelsnamen, ja, natürlich kommen die in die virtuelle Welt und spielen erstmal mit rum. Dann gibst du ihnen halt einen Tag vorher die Möglichkeit, sich schon mal auszutoben, dass sie dann am zweiten Tag sich konzentrieren auf das, was da kommt, nämlich auf die Inhalte. Und dann machst du vielleicht dein Onboarding, dann machst du vielleicht Stressbewältigung in VR, das ist super. Ich habe jetzt letztens noch mit dem LinkedIn Kontakt geschrieben, die macht Hypnose in VR. Das ist mega. Das ist mega. Wenn ich mir Trip angucke, da habe ich mal eine Episode drüber gemacht. Das ist einfach genial. Danach kommst du raus und bist erstmal völlig, ja, wie als wenn du einen Trip gehabt hättest. So stelle ich es mir vor, wenn ich hätte jemals in meinem Leben Drogen konsumiert. Keine Ahnung, ich kann da nichts zu sagen, aber so kann ich mir das vorstellen. Und es sind so viele Möglichkeiten. Und ich bin deswegen so froh, dass dieser Hype kein Hype mehr ist. Weil so kann das Ganze unterm Radar gebaut werden. So kannst du unterm Radar zum Beispiel bei der XSI eine Ausbildung machen und dann deine Kunden überraschen. Und das finde ich mega. Das finde ich total mega, denn dadurch hast du ganz viele Chancen. Es eröffnet sich hier ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Räume. Ich habe es letztens noch erlebt, dass eine Kollegin mit ihrem Kunden reingekommen ist in diesen Raum und bei dem so richtige, ja, du konntest es richtig sehen, auch an seinem Avatar, dass da ganz viel passiert ist in seinem Kopf. Und meine wundervolle Kollegin Isabella Herzig, die macht Emotionscoaching in VR. Normalerweise würdest du sagen, boah, nee, komm, geht gar nicht. Die macht das mega. Mega. Und das kann ich sagen, weil ich ihre Ausbildung nämlich miterlebt habe. Und von daher, sag mir nicht, das geht nicht. Geht nicht, gibt es nicht. Weder für Unternehmen, noch für alle anderen. Und wenn jetzt Apple auf der WWDC Anfang Juni wirklich sein Mixed Reality Headset vorstellt. Also die Zeichen stehen ja relativ gut, aber man weiß es nie so hundertprozentig. Aber momentan berichten auch YouTuber wie Felix Barr total oft über Virtual Reality Headsets oder Mixed Reality Headsets. Schau es dir mal an. Unglaublich. Und die machen normalerweise ganz andere Sachen mit Technik. Die sprechen meistens über irgendwelche Autos, über irgendwelche anderen Techniks. Die I Know-Kanal
spricht auch momentan ganz oft über das Headset von Apple. Ich bin gespannt. Aber eins sage ich dir. Egal wie teuer das Headset werden wird, es wird ein geniales Headset werden. Denn Apple hat die Chips, Apple hat die Möglichkeiten, um das Ganze auch nochmal komplett in die Masse zu streuen. Was sie nicht machen werden, ist, dass sie es so günstig raushauen werden wie Meta. Meta subventioniert aber auch im Prinzip seine ganzen Headsets. Egal wie viel Helme und wie viel Sport man für diesen Konzern hegt, und da sollte man sich immer überlegen, ist die Helme und der Sport das überhaupt alles wert? Denn ich finde, Mark Zuckerberg hatte eine Vision und hat's gemacht. Und auch die Headsets werden immer leichter. Wenn ich mir das neueste Quest-Headset angucke oder Meta-Quest-Headset angucke und meins dagegen vergleiche, meins ist noch richtig schwer. Das neue Headset ist nicht mehr so schwer. Und wir reden hier schon davon, dass du auch gleichzeitig die Elemente, die du in der virtuellen Welt siehst, dir in deinen Raum reinholen kannst. Ob das schön ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber das wird auch immer besser werden. Und da gibt es auch immer mehr Headsets auf dem Markt. Und ich finde, bei allem KI-Hype, den ich ja auch habe, und bei allen KI-Workshops, die ich ja auch momentan gebe, lasse ich aber das Metaverse nicht außen vor. Weil erstens ergänzen sich die beiden Dinger total. Und zweitens ist es einfach, ist jedes Mal wieder faszinierend, wenn ich in der virtuellen Welt drin bin. Und ich habe letztens noch von einem Kollegen gehört, der gesagt hat, naja, VR haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Aber wir steigen jetzt auch in VR immer mehr ein. Von daher, guck es dir an. Die XRC bietet Test Drive an. Es gibt noch ganz andere Kollegen, die auch was dazu machen. Ich kann halt nur hauptsächlich von der XRC sprechen, weil die XRC mein Kooperationspartner ist. Und wenn du über mich bei denen was buchst, kriegst du sogar noch Rabatt. Da musst du einfach nur sagen, dass du über Mareike kommst. Und dann kriegst du sogar noch einen Rabatt dafür. Und dann wissen die auch, von wem die kommen. Also von daher, schau es dir an. Es ist ganz, ganz wichtig, auch hier am Ball zu bleiben. Ich glaube nicht, dass der Hype, also ich glaube schon, dass der Hype vorbei ist, aber ich glaube nicht, dass das Metaversum tot ist. Das ist ein Unterschied. Der Hype mag vorbei sein, aber das Metaversum ist nicht tot. Egal, was ein Elon Musk behauptet oder nicht behauptet. Von daher, bleib am Ball. Das soll es für heute gewesen sein. Ach ja, apropos KI und Metaverse. Wenn du Lust auf meine KI-Workshops hast, ich biete gerade an KI-Kurs, also Kurserstellung mit künstlicher Intelligenz und natürlich KI zum Thema Lernen. Das ist ja nun mal das, was mich auch beschäftigt und auch im Metaverse beschäftigt. Wie sieht denn das Lernen der Zukunft aus? Dann komm in die Newsletter rein und dann verpasst du da auch die Termine nicht. Und ansonsten wünsche ich dir, wenn du das jetzt noch Ostern hörst, wünsche ich dir wundervolle Osterferien oder Ostertage. Eine ganz tolle Zeit mit deiner Familie, mit deinen Lieben, whatever. Und ich freue mich darauf, wenn ich dann das nächste Mal in deinem Ohr sein darf und wir uns dann wieder sehen oder hören. Bis demnächst in deinem Ohr, deine Mareike.